Now let's listen to what Adam Harvey has to say. He started living in Berlin. Also dann lass uns mal hören, was Adam Harvey so zu sagen hat. Er ist ein Künstler, der in Berlin wohnt. Fragen wir mal in das Publikum. Wer von euch hat seine Kickstarter-Kampagne zu RF-blockenden Mobilfunk, also Smartphone-Cases gesehen? Adam wird über Überwachung im Einzelhandel sprechen und Gegenmaßnahmen dazu. Okay, Applaus für Adam. Danke an alle, die hier sind. Das ist mein erster Kongress. Und im Titel dieser Präsentation, worum es mir geht, worüber ich eigentlich reden wollte, waren ungefähr 50 Firmen, die Überwachung im Einzelhandel betrieben haben und da halt verschiedene Methoden entwickelt haben. Und dann halt eben, was man dagegen tun kann. Was ich in der Vorbereitung dieser Präsentation gefunden habe, herausgefunden habe, ist, dass das wirklich ein permanenter Kampf ist. Und es sind wirklich viele Firmen und es ist ein nicht enden wollender Kampf, um dieser Überwachung im Einzelhandel zu entkommen. Also, ich habe die Präsentation etwas abgeändert, um auf einen bestimmten Aspekt zu fokussieren. Es geht mir konkret um Fotografie und Computer Vision, also Computer Visualistik. Und genauer gesagt dort um Gesichtserkennung. Und für mich hat das alles angefangen, als ich angefangen habe, als Fotograf zu arbeiten, als ich nach New York gezogen bin, ungefähr vor 12 Jahren. Und da bin ich über ein paar Zitate von Susan Sontag gestolpert. Und als ich ihr Buch über Fotografie gelesen habe, hat es tatsächlich meine Perspektive verändert über die Macht einer Kamera, Situationen aufzunehmen, Situationen festzuhalten, zu besitzen, Menschen in Objekte zu verwandeln und das Narrativ über eine bestimmte Situation zu kontrollieren. Das wird zum Beispiel sehr deutlich, wenn man sich aggressives Paparazzi-Verhalten anschaut, zum Beispiel dieses Bild, wo Fotografen Britney Spears fast schon attackieren. Und es ist irgendwie interessant, wie sich eben diese Narrative so über die Zeit entwickeln, wenn die Fotos dann ins Internet kommen, in Social Media sich verbreiten und so weiter. Und jetzt geht es halt um Computervisualistik und da sollten wir uns zunächst mal die Geschichte anschauen. Es ist nicht komplett neues Thema, sondern in den 1963 war der erste Fall, den ich so gefunden habe, in einem klassifizierten CIA-Memo, wo es zum ersten Mal um eine Gesichtserkennungsmaschine ging. Natürlich war damals die Technologie noch nicht so weit, um halt eben da robuste, akkurate Erkennung zu liefern. Aber ja, in den nächsten Jahrzehnten ist dann halt doch sehr viel passiert und vor allem 1969 haben dann drei japanische Forscher einen sehr starken Fortschritt erzielt, als sie die ersten menschlichen Gesichter mit Computervisualistik erkannt haben. Die Köpfe von Menschen sehen irgendwie so ein bisschen aus wie Brokkoli, Brokkoli-Köpfe. Aber es war halt das erste Mal, dass ein Computer irgendwie verstehen konnte, wie Menschen aussehen oder was Menschen sind. Durch die 70er und 80er dann war dann die Computervisualistik nicht so von Fortschritt gesegnet, aber in den 1990ern gab es dann dieses Projekt Ferret, was dann natürlich vom Militär gesponsert wurde, genauer gesagt vom US-Verteidigungsministerium. Und es war halt eine Machbarkeitsstudie,
inwiefern Gesichtserkennung eine Rolle spielen könnte in der, ja, im Bereich der Rechtsdurchsetzung, also Polizei und Kriminalämter etc. So, das hat dann quasi angestoßen, was ein Thema, das Paul nennt, die Logistik von Gesichtserkennung. 2001 kam dann ein besonderer Algorithmus aus, nämlich der Algo-Jones-Algorithmus. Und dieser Algorithmus war besonders, weil er sehr effizient war und eben genug ausreichend akkurat war, und man quasi es sich in dessen Toleranzrahmen leisten konnte, den einzusetzen. Man konnte ihn zum Beispiel auch in eingebettete Systeme tun, bei ziemlich geringen Kosten, und das war sehr sehr durchbrechend. Und damit hat sich halt Computervisualistik oder Gesichtserkennung dann deutlich verbreitet. Und das hat tatsächlich, wir haben quasi jetzt nicht mehr den Bedarf eines riesengroßen Computers, sondern wir können diese ganzen Algorithmen auf kleinen eingebetteten Systemen ausführen. Und das involviert natürlich zahlreiche Probleme hinsichtlich Privatsphäre. Das heißt, Computersysteme, dadurch, dass Gesichtserkennung nicht mehr viel kostet, dadurch, dass OpenCV und andere Gesichtserkennungsalgorithmen sich halt immer weiter verbreitet haben, ist dann halt eben so 2008, 2009 aufgetaucht, dass Fotografie halt eben auch diese Technologie nutzt. Dass man zum Beispiel Kameras fast ohne einen Menschen überhaupt beteiligt nutzt. Und genauso, so wie Susan Sonntag darüber gesprochen hat, dass man Personen in die Kamera festhalten kann, das wird die Geschichte, das Narrativ der Zukunft sein, dass das die Computer machen werden. In 2010 habe ich auf einem Projekt gearbeitet. Da ging es darum, unsere Erscheinung zu modden, damit man diesen Algorithmus stören kann. Das Projekt heißt CV Dazzle und es geht um Verwundbarkeiten oder um Angriffsmöglichkeiten im Face Detection Profil und wie man sie also mit Make-up von die Haare auf bestimmten Stellen hin tun, kann man das effektiv, wenn man da jetzt einen Test laufen lässt, links kann man zuschauen. Also wir verlangsamen das jetzt mal, wie Face Detection funktioniert. Ihr seht, wie sie das links abliest wie im Buch. Und die Ergebnisse sind recht akkurat links bis zum Ende. Und rechts ist er total verwirrt und kommt auf Zero Confidence Ergebnisse. Und links ist der Confidence Score, also die Zuverlässigkeit, sehr hoch. Wenn man sich das anschaut, also wenn das ist die Fehlerkarte, wo man die Algorithmen stören kann. Du kannst dann auch zurückgehen und verfolgen, wo die Computeraugen zugeschaut haben. Ein Forscher namens Wojtek in der University of West Virginia hat eine Studie darüber, über CV Dazzle und wie effektiv es war. Was er herausgefunden hat, war, es war nicht immer 100% effektiv, aber das ist, glaube ich, auch nicht für notwendig für Camouflage. Das wird auch oft falsch verstanden. Also das ist nicht der Unsichtbarkeitsmantel vom Harry Potter. Es reduziert die Möglichkeit, identifiziert zu werden oder nicht.
Also 100% erreichen wird man nie können, aber das ist, da denkt ihr falsch über Camouflage nach. So, die Ergebnisse dieser Analyse zeigen dann, dass das effektivste Muster bei der ganzen Sache war, wenn man das Nasenbein abdeckt, dass das die größte Misserkennungsrate verursacht. So, wenn wir das jetzt vergleichen mit der Dazzle-Tarnung aus dem Ersten Weltkrieg, da wurde dann tatsächlich darüber debattiert, ob das überhaupt effektiv war. Und es gibt einen Historiker, der sagt, dass es tatsächlich effektiv war. Und man könnte jetzt sagen, dass es zu ca. 50% effektiv war. Man könnte jetzt sagen, dass es tatsächlich nicht so effektiv ist, weil dann immer noch einer von zwei Torpedos das Schiff kaputt machen könnte. Aber auf der anderen Seite geht das Schiff dann vielleicht erst beim zweiten Torpedo kaputt. Das Ganze wurde dann auch in Fernsehserien aufgegriffen, zum Beispiel in der Fernsehsendung Elementary, die das dann irgendwie auch in ihrem eigenen Weg interpretiert haben, was manchmal ganz gut funktioniert hat, oder was gut umgesetzt wurde, manchmal etwas interessant umgesetzt wurde. Und ich bin im Großen und Ganzen dann doch sehr froh, dass Leute damit zumindest irgendwie experimentieren und dass sie damit irgendwie rumspielen. Nach diesem Projekt, das war in 2010, habe ich dann in 2013, habe ich mich dann mit einer anderen Sorte von grafischer Überwachung beschäftigt, nämlich Thermalüberwachung, temperaturbasiert. Die Technologie hierfür ist deutlich günstiger geworden. Heute kostet das nur noch ungefähr 200 Euro, um sich da eine anständige Kamera zu kaufen. Und dadurch, dass der Preis halt eben so runtergetrieben wurde, hat sich halt unsere Nutzungsweise von dieser Technologie verändert und es wird halt immer zugänglicher für den Konsumermarkt. So, hier haben wir jetzt nochmal so eine Art Unsichtbarkeitsumhang, ähnlich wie aus Harry Potter. Es ist ein islamisches Kleid, eine Burka, die mit Silber beschichtet wurde und die dann eben eine Anti-Drohnen-Burka ist. Also daneben kann man das auch als Ganzkörper-Burka nehmen in der Zeitalter der Überwachung. Machen wir einen Unterschied zwischen Mann und Drohne im Gegensatz zu Unterschied zum Mann und Gott. Das ist ein Test für euch. Ihr seht das hier ganz klar. Da ist eine fünfte Person, die diese Burka trägt und die sieht man nicht. Man sieht das vielleicht nicht so gut, aber ich werde jetzt die Animierung spielen und dann werdet ihr sehen, ohne Bewegung sieht man das gar nicht. Aber ihr seht, die Antidrohnenburka ist so gut. Ja, jetzt die Füße seht ihr, die nicht von der Burka, also es wird nicht erkannt. Der kommt im Winter aus einem Laden raus mit hohen Temperaturunterschieden. Also die Person, die da rauskommt, die glüht vor Infrarot, ja? Diese Projekte habe ich spielerisch diesen Projekten genähert. Aber die berühren natürlich schon ein paar wichtige Punkte von National Security. Ich kann nicht vorhersagen, wer mich bedrohen wird. Und nachdem wir diese Projekte veröffentlicht haben, und das Air Force General Counsel im Pentagon hat sich dafür interessiert, Request for an internal use only publication
Und eine Drei-Buchstaben-Agency hat uns gebeten, eine interne Präsentation des Projektes zu machen. Ich werde es nie sehen. Ich nehme mal an, da wird man mich nicht weiter informieren. In diesem Bereich arbeiten noch andere. Wir haben um einen Kommentar gebeten. But it always makes me wonder where the line is in doing this kind of artwork. How far? Es wundert mich dann immer so ein bisschen, wie weit die Linie dann getrieben werden kann in dieser Art von Kunst. Aber ich denke, wir sollten einfach noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben da diesen so eine Ausstellung gemacht, den Privatsphäre Geschenkladen, wo wir eben versucht haben, diese Ideen weiterzuentwickeln. Und die Idee dahinter ist, dass man eben die Idee von dass man sich gegen Retail, also Einzelhandelüberwachung wehrt, eben durch Kommerz irgendwie zu verbreiten und zu unter die Leute zu bringen. Also, ich habe diesen Talk, wollte ich eigentlich ursprünglich über diese Themen machen. Und ich habe einige schöne Vorträge hier gesehen, auf die ich verweisen wollte, damit ihr euch noch weiter mit diesem Thema Gesichtsüberwachung und so beschäftigen könnt. Ein Talk über Ultraschallüberwachung. Da wollte ich vielleicht noch Sachen hinzufügen. Man kann jetzt mittlerweile mit WLAN Bewegungen erkennen durch die Wi-Fi-Signale. Und es ist tatsächlich ziemlich einfach, das zu blockieren mit einem $10 ESP. Mit dem man einen Jammer erstellen kann, mit dem man einfach sehr viel Neues im WLAN-Spektrum generiert und so eben seine Spuren verwischt. Ein weiteres Teil ist ein Indoor-Atlas, der halt eben geomagnetische Informationen benutzt, um ungefähr eine 2 Meter genaue Auflösung in einem Indoor-Einzelhandelladen herzustellen. Es gibt auch eine Gegenmaßnahme dazu ist so magnetisches Schildmaterial, das man halt auf sein Telefon aufbringen kann. Und das ändert halt die geomagnetische Profil des Telefons ausreichend, um diese Überwachung unmöglich zu machen. So, also das heißt, worum es im Prinzip geht, ist irgendwie den Schaden zu minimieren bezüglich der Privatsphäre. Wir spielen diesen Film im Original ab, würde ich sagen. Now today because they need to be more aerodynamic to not be hit by cars. That's something that's happened in the last 100 years. And I thought this was a great metaphor. So, ich glaube, das ist eine gute Metapher, um halt eben über Technologie zu denken, also dass wir uns entwickeln sollen wie Vögel. Das Problem ist, dass es leider nicht so ganz der Realität entspricht. Lockheed Martin zum Beispiel hat basierend auf einer 2013er Studie herausgefunden, über die sogenannten Klippenschwalben. Und diese Studie ist etwas nicht besonders weitsichtig, schaut sich nur Nebraska an und schaut sich da an, wo die Vögel halt in der Nähe von Verkehr gelebt haben, in der Nähe einer Brücke. Und hieraus dann eine Extrapolation der Daten zu machen, da glaube ich tatsächlich, dass das wieder eine Metapher dafür ist. Nämlich dafür, dass wir Statistiken überinterpretieren, um Hype zu generieren. Und das ist eben missführend und das ist halt auch wieder eine Metapher von dieser ganzen Sache. Also, wenn wir jetzt und jetzt kommen wir tatsächlich eher zum Computervisualistik Teil von der ganzen Sache. Um das Ganze mal irgendwie in einen gewissen Maßstab zu setzen, wie viel Information von einem sehr kleinen bisschen
visuelle Information extrahiert werden kann, nämlich genau ein Pixel. Das hier ist das eines der populärsten oder das populärste Bild in der Welt. Man kann es gar nicht sehen, weil es eigentlich transparent ist. Und der einzige Sinn von diesem Bild ist, Daten zu sammeln. Denn diese Art von Bild lebt über das ganze Ökosystem von Werbern und Werbeagenturen, Online-Werbeagenturen ist halt so ein bisschen eine Hülle geworden dafür, Daten zu sammeln. Wenn wir halt diesen Pixel dann noch ausfüllen können, können wir 256 verschiedene Werte haben, wenn wir es jetzt nur in Graustufen betrachten, und diese Zahl wächst sehr schnell, je größer wir halt das Bild machen, nämlich quadratisch. So, das heißt, in einem 2x2 Bild haben wir 4 Millionen Kombinationen. Und dann wird das ganz schnell ganz viel mehr größere Zahlen. So, und das heißt, schon ab 7 bis 6, schon bei einem Bild von 7x6 Pixeln haben wir schon die Möglichkeit, zu 95% okaye Gesichtserkennung oder genaue Gesichtserkennung durchzuführen. Und dieser Datensatz bestand dann nur aus weißen Männern. Aber wenn dann halt eben das Dataset noch ein bisschen größer wird, wenn man es zu 14x14 aufpixelt, dann und 12x16, dann kann ich einen Encoder bauen, dann kann ich sogar Szenen erkennen. Da geht es weit über Gesichtserkennung hinaus. Da kann ich mein neuronales Netzwerk darauf trainieren, Bewegungsabläufe zu speichern und 640x480 runterscalen, um die Knowledge oder das Wissen darüber, den Werkzeugkasten bei 16x12, viel Information und ganz wenig Träger. Das ist 264x400 sehr groß. Die nächsten vier Bilder sind die optionelle Aktivierung von CCTV-Überwachungsalgorithmen. Also wenn man den Algorithmus sucht, um das perfekte Gesicht zu beschreiben, dann wäre das der passende Algorithmus. Also mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit der richtigen Auserkennung. Jetzt gehen wir mal auf 100x100. Was können wir mit 100x100 Pixel machen? Mir geht die Zeit, läuft ja davon, sehe ich draus. 100x100 ist ein 2,5% eines Instagram-Fotos. Also wir haben schon gesehen, bei einem Pixel kriegen wir relativ viele Informationen rein. From 0 to 9 with Times New Roman. Da 97% unique separability. Können wir schon bei 97% Wahrscheinlichkeit der richtigen Erkennung von. Ich kann einen ganzen Haufen reduktiven Text nehmen zum Algorithmus, ein Markup-Chain machen. Ascertain what that text was in merely a 2x6 pixelated image. Und das kann ich bei 2x6 Pixel schon einbetten. Es ist nicht eine Redaktion, es ist eigentlich nur eine Reduzierung. Aber es ist alles, was du brauchst, damit du weißt, was du wissen willst. Jeden Tag werden ungefähr 370 Millionen Bilder auf Facebook hochgeladen. Was passiert mit all diesen Bildern? Gesichter drinnen. Jedes Gesicht, das hinaufgeladen wird, auf Instagram oder Facebook, wird analysiert. Und wird die Information herausgezogen, nicht nur aus dem Gesicht, sondern auch aus den Metadaten, die zu einem Bild gehören. Ich führe mal ganz schnell vorbei, über welche Unternehmen das machen und was sie damit machen mit diesen Daten. Ich werde auf die widerlichsten mich konzentrieren. Faceception ist eine vergleichen mit
mit so Standardgesichtern schaust du wie ein Bingo-Player aus, wie ein Tourist, wie ein Pokerspieler. Bist du schlau? Und die finden, klassifizieren dich einfach nur nach deinem Gesicht. Irgendwie soll dein Gesicht mit deinem DNA-Stand und dein Gesicht kann beschreiben, was du kannst. Ist ein Zitat. Das klingt irgendwie ziemlich verrückt. Irgendwie klingt so ein bisschen nach Eugenik. Und das heißt, also, dass man quasi die Möglichkeiten und Fähigkeiten einer Person allein von ihren physikalischen, von ihrer physikalischen Erscheinung abhängig macht. Was ist denn zum Beispiel mit Leuten, die gar nicht in dieser Datenbank drin sind oder, Eine andere Forschungsgruppe beschäftigt sich damit, Kriminalität vorherzusagen, indem man zum Beispiel die Kurvung der Lippen sich anschaut, innere, also der Augenabstand und so weiter. Und das scheint wohl ziemlich aussagekräftige oder interessante Korrelationen zu verursachen. So, wenn wir jetzt nur, also Wissenschaftler haben sich halt eben diese 100x100 Bilder angeguckt und dann geschaut, wie man die denn für Marketing nutzen kann. Das heißt, wir haben hier eine Klassifizierung, wie vertrauenswürdig man ist, wie sozial man ist oder weird man ist. Und all das erinnert mich ein bisschen an Francis Galton über Eugenik. Also wer wäre also der tatsächliche Kriminelle in diesem Kontext? Das wären dann eben die Leute, die diese Ideen weiter verbreiten. Und es gibt tatsächlich viele interessante Sachen, die man da so herausziehen kann. Die man auch dazu nutzen kann, dann um eben das System auszutricksen. Wenn man zum Beispiel einen breiteren Mund hat, wird man vielleicht gewählt als Anführer. Wenn man vielleicht einen schmaleren Mund hat, dann wird man wohl besser für eine NGO sein als für eine große Firma. Man kann auf die Beziehungen zwischen diesen 100x100 Pixelbildern gucken, um halt eben die Beziehungen zwischen den verschiedenen Personen zu extrahieren. Man kann auch den Puls extrahieren, wenn man ein Video hat, in dem man den grünen Kanal verstärkt und dann daraus eben den Puls ableitet. Ich habe auch Zeit, diese lustige Geschichte zu erzählen. Jetpack ist eine Firma, die jedes öffentliche Pixel auf Instagram analysiert und die verkaufen dann diese Technologie an Google. Instagram gehört natürlich Facebook. Super natürlich, wenn man Facebook-Sachen an Google verkauft. Und die haben halt auch wieder Informationen aus dem Gesichtsbereich genutzt und daraus dann so eine Art Führer erstellt. Zum Beispiel, das ist ein Hipster-Schnurrbart. Oder wo man Frauen treffen kann. Irgendwas mit Lippenstift. Und außerdem kann man auch wirtschaftliches Verhalten aus vorhersagen. Man kann tatsächlich viele Sachen besser vorhersagen als Menschen, ungefähr 20% besser. Und das machen wir jetzt etwas kürzer, aber das wäre so ein Beispiel, wie es aussehen würde, wenn wir quasi viele Algorithmen auf ein Bild anwenden, um es zu verbessern. Ein anderes Unternehmen, Kairos Emotion, nehmen die Attribute, die ich vorher erwähnt habe, und assoziieren sie, holt Attribute aus, klassifiziert und machen dann daraus Datenbanken. Was machen wir mit diesen Informationen? Und das in 2,5% eines Instagram-Fotos. So wie ich das früher schon erwähnt habe, werden sie gebraucht.
Man könnte sich das System beginnen zu gamen, man könnte sich Camouflage tarnen, man könnte das modifizieren. Das könnte natürlich mit der Computerüberwachung zusammenspielen. Dieses neue Projekt nennen wir Hyperface. Und wir versuchen, diese Elemente zu nehmen, also von traditionellen Klassifizieren und oder mit dem Infrarotaufnahmen, also Hitzeaufnahmen, und die Profile erstellen. Und dann nehmen wir diese Informationen und dann machen wir eigentlich einen Overload. Ja? Wir übersaturieren de facto Informationen, um den Computer, den Algorithmus der Gesichtserkennung abzulenken. Das schaut sehr viele Gesichter. Das ist einfach Computerinformationsüberlagung. Kann ich die Gesichtserkennung? Dann kriegt er hier ungefähr 1200 mögliche Kombinationen und das deaktiviert ihn. Das kann man noch ein bisschen verbessern. Das kann man noch ein bisschen aufpixeln. Und dann kann man es fürs neuronale Netzwerk das etwas Ähnliches machen. Kann man das nehmen und kombinieren, textile Patterns machen, also Stoffoberflächen, dann kann man das Environment um einen herum modifizieren, was man selber trägt, was der Nächste trägt, was man gemeinschaftlich trägt. Das ist Kollaboration mit Heisen Labs in New York City, wird das gerade aufgelegt. Nahe spekulativer Afrofeminismus, I'm sorry, ich kann nichts dafür. Dieses Projekt soll im Jänner erscheinen. Ich hätte gern aufgehört mit dieser Slide. Das ist der Richard Rees. Das ist ungefähr 100 Jahre her in New York. Und in diesem Foto trägt jeder einen Hut, und heute trägt hier niemand einen Hut, und in weiteren 100 Jahren wird sich das wieder so total verändern. Lass uns hoffen, dass wir dann so ausschauen, dass wir unsere Privatsphäre damit optimieren und uns schützen vor den bösen Massenüberwachungs. Dankeschön.